Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Pablo liest ein Buch, in dem die Seiten ab 1 nummeriert sind. Als er unten an einer Seite angekommen ist, erhält er 351, indem er alle Seitenzahlen der gelesenen Seiten addiert. Wenn er die Seitenzahlen der Seiten addiert, die er noch lesen muss, so erhält er 469. Frage: Wie viele Seiten hat dieses Buch? Also zuerst liest Pablo von Seite 1 bis Seite klein n, und wenn er diese Seitenzahlen addiert, dann findet er 351. Jetzt liest er weiter, natürlich ab der Seite n plus 1 und das bis zur Seite groß n, wo groß n die gesuchte Zahl ist. Wenn er dann diese Seitenzahlen addiert, findet er 469. Also, wenn er alle Seitenzahlen addiert, dann findet er 351 plus 469, das heißt 820. Die Summe dieser groß n natürlichen Zahlen kann man aber auch berechnen durch die Formel von Gauss, die besagt, dass diese Summe gleich ist zur letzten Zahl, groß n, mal die darauf folgende, groß n plus 1, geteilt durch 2. Daher wissen wir, dass groß n mal groß n plus 1 geteilt durch 2 gleich sein muss zu 820. Und aus dieser Gleichung ergibt sich diese Gleichung zweiten Grades mit unbekannter groß n. Die Diskriminante dieser Gleichung, das ist 81 im Quadrat, und somit finden wir für groß n zwei mögliche Werte, minus 41 und 40. Die Lösung minus 41 ist natürlich als Anzahl Seiten zu verwerfen. Deshalb ist 40 die Endantwort auf die gestellte Frage. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.